Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir spielen heute nochmal mit Quentin. Ich habe ja gestern nicht mehr wirklich leider spielen können. Was heißt leider? Also, der Tag gestern war ziemlich geil. Vielen, vielen Dank, Leute, an alle, die gestern dem Stream einen Besuch abgestattet haben. Wir waren in der Spitze fast 700 Leute, die zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass auch viele von euch, die sonst halt eher auf YouTube unterwegs sind, vorbeigeschaut haben und mit am Start gewesen sind. Geist, die ist wieder unsichtbar gegangen. Und vielen, vielen Dank dafür. Ich bin ansonsten, wenn das jetzt der erste Stream gewesen sein sollte, den ihr geschaut habt, ich bin sonst etwas mehr dabei, den Chat zu lesen und auch auf den Chat einzugehen. Gestern hat das natürlich alles nicht ganz so normal funktioniert, weil ich, wie gesagt, die ganze Zeit Killer gespielt habe und dann natürlich auch möglichst fair spielen will, damit jeder Teilnehmer dann sich gleich behandelt fühlt und so weiter. Deswegen habe ich relativ wenig mit dem Chat interagiert. Es tut mir leid, falls ich irgendjemanden da überlesen habe, der mich mal begrüßt hat oder der eine Frage gestellt hat. Aber ich gehe mal davon aus, ich hatte die ganze Zeit Mods am Start. Auch nochmal vielen, vielen Dank an die Moderatoren, die den ganzen Tag oder auch einige Stunden da gewesen sind und sich da um die Belange des Chats gekümmert haben. Es war auf jeden Fall ein sehr geiler Tag. Wir haben spontan auch noch ein zweites Turnier angehängt. Jetzt ist Geisti in der nächsten Jagd, deswegen sollte ich mal rüberrennen. Also, wir haben spontan noch ein zweites Turnier mit 32 Teilnehmern rangehängt. Das 64er-Turnier war da. Geist, die gerade da? Nee, das 64er-Turnier war rechtzeitig vorbei, um noch ein weiteres Turnier an den Start zu bringen. Und es war sehr geil. Also vielen, vielen Dank dafür. Danke auch an die Leute, die ein Twitch Prime-Abo dagelassen haben. Denn was vielleicht auch nicht so viele Leute wissen, gerade die Leute, die vielleicht gar nicht mal so oft in Streams am Start sind, wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr einmal im Monat auch einen Kanal auf Twitch kostenlos abonnieren, wenn ihr euer Amazon Prime-Konto mit Twitch verbunden habt. Dann ist das möglich. Ich muss jetzt ziehen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ist immer sehr cool, weil manche Leute wissen das auch gar nicht, dass sie das können, wenn sie Amazon Prime-Kunde sind, dass sie einmal im Monat dann ein kostenloses Abo rauskloppen können. Wenn man das mal überlegt, ich weiß gar nicht, wie teuer ist Prime inzwischen. Ich glaube, 70 € bezahle ich dafür im Jahr. Und ein Abo auf Twitch kostet ja auch schon 5er. Wenn man das dann mal gegenrechnet, dann lohnt sich das schon fast, wenn man Prime hat, wenn man jeden Monat ein Abo rauskloppt. Also vielen Dank. So, jetzt kümmern wir uns aber hier mal um die Runde. Deshalb habt ihr wahrscheinlich eingeschaltet, weil ihr jetzt eine geile Runde mit dem Quentin sehen wolltet. Heil mich mal eben hoch. Das Medikit kann mich zweimal sogar hochheilen, weil ich ein paar Addons drauf habe. Da vorne ist der Geist wieder. Also wir kriegen die Runde hier jetzt noch nicht wirklich produktiv irgendwas geschissen. Aber zumindest konnte ich den Geist abhängen. Das ist ja auch schon mal was wert. Und dann kümmern wir uns hier jetzt mal weiter um den Generator. Ich weiß auch nicht genau. Ich hoffe, die anderen Teammates sind auch schon fleißig am Skillchecks machen. Ich hoffe, sie machen die Skillchecks besser als ich. Und jetzt sehe ich, wo ist denn der andere? Ach, oh. Quasi neben mir. Damit habe ich ehrlich gesagt wirklich nicht gerechnet. Verstecke mich mal hier. Oh. Bin ich wohl nicht der Einzige, der es vorhatte. Hat sie gesehen? Also sie ist jetzt hier weggegangen. Okay, Geisti. Wow! Geisti ist doch am Start. Oh Mann. Ich renne weg, so dass hoffentlich die andere helfen gehen kann. Ist er nochmal umgedreht? Vielleicht hat er aber auch den Wallhack dabei. Vielleicht hat er aber auch den Wallhack dabei. So, ich bin ja wieder flink unterwegs. Dann boosten wir uns hier mal weg. Ah, er war klug. Er war klug, er ist diesmal einfach umgedreht. Gut gemacht, Geisti.
Okay. Haben ihn aber jetzt wieder abgehangen. Beziehungsweise abgehängt. Der hing ja nicht am Haken. Und dann baller ich wohl jetzt mein Medikit weg. Das ist natürlich ärgerlich. Der zweite Gen ist jetzt erst aktiviert. Puh, also Geisty macht gut Druck. Ah, nice, einen großartigen. Oh. Wollte gerade sagen, dann kann ich mein Medikit. Ja, geil. Wow! What the fuck? Hopp, 10! Das machst du doch mit Absicht, Geisty. Das macht er doch mit Absicht, wirklich. Also. Ach, und der trifft dann. Das ist auch wieder geil. Schlägt er dreimal daneben. Und der durchs Hindernis, wo ich übers Hindernis kletter, der geht wieder durch, ne? Naja, gut. DBD. Er ist wieder rausgegangen. Irgendjemand ist an der Kiste dran. Wo ist der Geisti? Geh mal raus. Jetzt kann ich mich ja auch leider nicht mehr selber hochheilen. Hättest zumindest gerne, dass Flink aktiviert wird. Habe ich jetzt eigentlich schon jemanden vom Haken gerettet? Ich glaube nicht, ne? Mann, meine Daily Quest ist, Leute vom Haken zu retten. Aber irgendwie habe ich es bisher noch nicht hingekriegt. Ach ja, Quentin, ey. Ich muss die Daily hier nochmal fertig machen mit dir. So, jetzt bin ich gleich wieder hochgeheilt. Flink wäre auch wieder aktiv. Danke. Und jetzt gibt es ja erstmal Bonusblutpunkte durch Beweise dich. Ich meine, wir sollten natürlich auch nochmal nach den Totems schauen, würde ich sagen, weil ihr kennt die Story ja selbst. Geistis haben ab und an mal Nöte dabei. Also, ne, so ein, zwei Geistis, die ich kenne, spielen mit Nöte. So, der vierte Generator, yay. Es ist noch keiner tot, aber ich muss sagen, Geisti macht doch eigentlich einen guten Job, oder? Der hat uns immer ganz gut an den Eiern, um es mal so zu sagen. Ich würde mich hier gerne schon mal bereit machen, dass ich hier Geisti vielleicht... Ja, dass ich jetzt Clodia retten kann. Dem Geist kann man nicht mehr helfen. Der wurde vom Entitus verarscht. Und jetzt, ja. Machen die gemeinsame Sache. Ich glaube, dem Geist, die kann ich nicht mehr helfen. Leider. Ist er weggegangen? So, kommen Sie da mal runter. Yay! Ach, der trifft deine Wahl dabei. Hat er einen Wallhack? Ich will nur einmal kurz hier abwarten. Oh, Adrenalin. Ja, scheiße. Jetzt habe ich Adrenalin gewastet. Jetzt hat er eh nöt. Gehe ich mal von aus. Okay. Dann wollen wir mal loslegen. Ich wollte nur gucken, ob er... Er hat keinen nöt. Oha. Ich wollte einmal kurz da reingehen, um zu schauen, ob er irgendwie in die nähere Umgebung kommt. Aber Geisti ist nicht hergekommen. Perfekt für uns. Oh, da macht jemand das Tor auf. Das ist auch schon mal eine nette Geste. Ich sollte vielleicht nicht rennen, damit sich Dingens wieder regenerieren kann. Flink. So, wenn ich den da jetzt abhänge, andere Person ist raus. Na gut, ich renne jetzt. Wo ist er? Ach da, der lauert hier schon. Oh, komm. Ehrlich, das ist Absicht. Das kann ich mir nicht anders erklären mehr. Diesmal trifft der noch nicht mal. Wieso spielt er denn nicht richtig gegen mich? Ah, jetzt ist der nächste am Boden. Ah, Redi wurde erwischt. Und ist tot. Okay. Der Ausgang wurde ja geöffnet. Der eine Typ ist ja direkt rausgerannt. Ich weiß gar nicht, ich meine, der Geist hat ja diesmal keinen Nöt dabei gehabt. Ich weiß gar nicht, warum er da dann direkt abgehauen ist, der andere Survivor.
Naja, gut, keine Ahnung. Soll ich jetzt rausgehen oder? Weiß ja nicht, ob der andere bei der Luke ist. Ist er nicht, scheinbar. Hat Geist die Barbecue? Mal eben kurz verstecken. Ach, die Person ist auch. Gut. Dann gehen wir raus. Ach, shit, ey. Hat er noch einen zweiten erwischt? Ich habe leider nicht mehr gesehen, wo der hingerannt ist. Ich hätte natürlich nochmal einen Schlag einstecken können für ihn. Aber ach, wer war denn das? Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Der mich nie getroffen hat oder mit Absicht daneben geschlagen hat, weiß ich gar nicht. Am Anfang hat er mich ja noch geschlagen, aber hat mich auch nie zu Ende gejagt, ne? GG. Oh, fast einen Double Pip sogar bekommen. Und Blutpunkte technisch 21.000. Ja, das ist in Ordnung. Nick war das. Trifft deine Wahl, brutale Stärke, Ruin und Nurse's Calling. Ist, glaube ich, scheinbar auch noch am Leveln. Und ja, er hatte den Wallhack. Dann war es gar nicht mal so schlecht, dass ich in den Schrank reingegangen bin. Ich hatte nämlich Sorge, wenn er zurückkommt und den Wallhack dabei hat, dass er mich dann ja sehen kann. Und wenn er mich dann sieht, dann werde ich durch Trifft deine Wahl umgeklatscht. Aber interessante Wahl auf jeden Fall. interessante Perk-Auswahl mit brutaler Stärke. Wahrscheinlich hat er es mitgenommen, weil er es schon auf Stufe 3 hat. Ja. Interessante Runde. Die Daily habe ich leider nicht fertig bekommen. Ich muss noch eine Person vom Haken retten. Und ich bin mir sicher, dass wir das auch noch irgendwann schaffen werden, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.